Salut, meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr sehen könnt, war ich wieder mal beim Action und wurde fündig. Was ich hier gefunden habe, werde ich euch gleich mal ein bisschen erklären und was ich damit überhaupt vorhabe. Ja, seit einiger Zeit habe ich so einen kleinen 50 Kubik Quad und dann dachte ich mir, hey, die Sachen würden auf jeden Fall passen, weil nach diesen Sachen habe ich die letzten Wochen mal einfach mal so grob geschaut. War mir ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer bei Amazon das Ganze zu bestellen. Und ob das wirklich kompatibel ist, weiß ich nicht. Deswegen habe ich mich hier für die Sachen entschieden. Da bin ich ganz zufällig drüber gestolpert. Was haben wir hier einmal? Hier haben wir ein LED-Streifenset. Das beinhaltet Standlicht und fließendes Blinklicht alles in einem. So, was mir Sorgen bereitet, ist dieses E24-Zeichen. Für was das genau steht, habe ich absolut keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, schreibt mir in die Kommentare. Ja, ich dachte, ich könnte vielleicht damit meinen kleinen 50 Kubik Quad ein bisschen tunen. Die Frage ist nur, ist das im Straßenverkehr zugelassen oder ist es nicht zugelassen? Auf der Rückseite können wir da absolut gar nichts finden. Ich kann mich noch einigermaßen daran erinnern, dass vor ein paar Jahren sowas ähnliches bei Action gab. Auch LED-Standlichter, die waren definitiv nicht zugelassen. Die wurden auch zurückgerufen. Es gab dann hinterher einen Warnhinweis, dass man die nicht im Straßenverkehr benutzen sollte, weil ich gehe davon aus, dass Action einen auf den Deckel gekriegt hat, als das einige da reklamiert haben und wahrscheinlich ein bisschen Strafgeld bezahlt haben. So, was haben wir hier? Wir haben einmal das und dann habe ich hier einmal jo, Fahrradlicht. Rücklicht, Frontlicht für ein Fahrrad. Was habe ich damit vor? Ich will mir Nebelscheinwerfer an meinen kleinen Quad dran bauen. Deswegen habe ich mir einfach mal das geholt. Das ist hier kompatibel von 6 bis 48 Volt, wie es hier drauf steht auf der Rückseite, das wundert mich jetzt. 48 Volt, aber das ist ja ein E-Bike-Lichtset und durchaus haben E-Bikes auch 48 Volt. Deswegen dachte ich mir, ich werde das Ganze einfach mal bei mir einbauen, um zu gucken. Ich habe zwar Hauptscheinwerfer, die sind aber nicht gut. Ich wollte jetzt ein bisschen auf LED umsteigen, um einfach mal meine Batterie zu schonen oder einfach mal mehr Saft rauszuholen. Wir werden das Ganze jetzt einfach mal aufmachen, einfach mal zu gucken, was sich da drinnen befindet. So, erstmal haufenweise unnötiges Papier. Wunderschöne Sache, hier ist schon Befestigungsmaterial, Schrauben, alles vorhanden. So, in diesem Fall habe ich auch absolut keine Ahnung. Ich muss mal hier gucken, wie ich sehen kann. Hier gibt es zwei Anschlüsse für Plus und Minus, damit das Ganze betrieben wird. Das ist das Ganze Rücklicht fürs Fahrrad. Hier haben wir auch ein CE-Zeichen und diesen Bums da, aber ob das auf einem Quad verwenden werden darf, kann ich durchaus nicht sagen. Muss man noch ein bisschen nachforschen. So, was haben wir hier? Weg ist es. So schnell ist es weg. So, hier haben wir einmal eine kleine Birne. Das ist eigentlich das Hauptlicht bei einem Fahrrad sein soll. Ich frage mich nur, wie stark es ist. Deswegen habe ich mir hier eine 12-Volt-Batterie hingestellt und würde mal sagen, das Ganze werden wir jetzt einfach mal testen. Wir petzen hier die Dinger ab und dann schließen wir das Ganze an, um einfach mal zu schauen, wie stark das Ganze leuchtet. Dafür muss man erstmal den ganzen Gewürz hier abmachen. So, nee, ich drehe es wieder zu. So, was interessant ist auch, wie dieses LED-Blinklicht, also das fließende Blinklicht, funktioniert. Und wie das, warte, jetzt muss man erstmal rausfinden, was Plus, was Minus ist, weil dann kann man durchaus schnell das Ganze durchhauen. Da, wo ein weißer Streifen ist, ist immer Plus. Da, wo gar kein Streifen ist, ist Minus. Pol. So, das Ganze schließen wir mal an und wir können sehen, das hat wirklich eine enorme Leuchtkraft. Finde ich Hammer. Also durchaus kann man damit, denke ich mal, Fahrrad fahren. Mit zwei Stück wird es definitiv noch besser auf jeden Fall. Das Ganze hat mich jetzt nicht so enttäuscht. Ich denke mal, als Nebelscheinwerfer sind die wirklich extrem geil und dafür sind die wirklich klein. Dafür, dass da nur eine LED verbaut ist, ist das wirklich recht starkes Licht. Finde ich super, werde ich mal einfach mal ausprobieren, weil die normalen Scheinwerfer, die man für Motorräder kauft, sind mir eindeutig zu teuer. Das Ganze kann ich jetzt nicht testen, weil ich noch kein Anschlusskabel hierfür habe. Normal müsste es hier eigentlich auch so kleine Stöpsel geben, die man da reinsteckt und wie man das Ganze anschließt. Aber ich denke mal, das leuchtet einfach nur rot. Das Rücklicht, was ich momentan auf dem Quad drauf habe, das ist, glaube ich, hier. Hat so die
fünffache Größe davon. Und wenn ich das schaffe, dran zu schließen, haben wir auf jeden Fall echt geiles kleines Rücklicht. Das bedeutet, wenn ich versuche, mit meinem Quad Willy zu fahren, wird es definitiv nicht am Boden kratzen, falls er irgendwie zu weit sich neigt. So, jetzt machen wir mal das Ganze hier auf. Das werden wir auch jetzt einfach mal testen, wie das Ganze leuchtet, weil ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann hier kein Relais, ich kann hier absolut gar nichts sehen. Weil normalerweise müsste ja dann ein Relais sein oder es wird durch das Relais im Auto geschaltet. So, ich krieg's nicht auf. Oh, wie ich sowas liebe. Ja, es kann einen Moment dauern, kann jemand einfach mal auf Pause drücken. Boah, da wird ja der Fuchs in der Pfanne verrückt. Ja, weit und breit keine einzige Schere hier zu finden. Haufenweise Werkzeug, aber keine einzige Schere, um das Ganze aufzumachen. Sagen wir, nehmen einfach mal einen verrosteten Teppichmesser und versuchen es damit. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft mit haufenweise Müll, aber so, jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal an, wie das Ganze aussehen mag. Und ich bin wirklich so ein bisschen enttäuscht. Das Material ist mega dick. Wirklich mega dick. Ich weiß nicht, wo man das wirklich einbauen sollte. Es sollte eigentlich unscheinbar sein und nicht so mega dick. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sich so eine Dicke irgendwie aufs Auto drauf klebt, was wahrscheinlich sowieso nicht erlaubt ist. Aber wir werden das Ganze anschließen. Ich kann aber hier sehen, da sind schon ein paar Kondensatoren oder was es sein mag. Auf jeden Fall die Regler, die dafür sorgen. Jetzt frage ich mich mal, wie das Ganze aussieht, wenn wir das einfach mal an Strom anschließen. Ja, da haben wir schon das nächste Problem. Wir haben nämlich drei Kabel. Gelb, schwarz, rot. So, was schließen wir jetzt wo an? Gelb steht eigentlich für Dauerstrom, wenn es um Dings geht. Ich schließe das einfach mal jetzt. So, es sieht wirklich gut aus. Das Ganze werde ich jetzt einfach mal euch zeigen, wie das Ganze hier aussieht. Also die Leuchtkraft ist wirklich hammergeil, aber ich meine, hey, sieht cool aus, aber viel, viel zu groß. Schaut euch das Ganze mal an. Das sind 45 cm. Wo will man das Ganze ankleben? Für einen LKW wäre das definitiv was Praktisches. Aber jetzt für ein Kfz, wo willst du das Ganze hinkleben? Wir werden das Ganze noch einmal versuchen. Jetzt haben wir das Gelbe und Schwarze angeschlossen. Jetzt gucken wir mal, wie das aussieht, wenn wir Gelb und Rot anschließen. Ah, ich habe es verstanden. Das Gelbe ist für den Blinker, das Rote ist für das Standlicht. Und jetzt werden wir das Ganze hier einmal anschließen, um zu zeigen, wie das aussieht. Wirklich heftiges Licht. Also wenn man das Ganze hier, ja, ich kann mir das ist echt blendend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das irgendwie an seine Scheinwerfer oder sonst irgendwo dran kleben will. Ich frage mich, wie ich das auf meinem Quad drauf machen soll. Ja, die Kotflügel sind vielleicht mal so bei dem Quad. Dann muss die Hälfte vielleicht einfach mal runterhängen. Mal, keine Ahnung, werden wir einfach mal ausprobieren und gucken, wie das Ganze funktioniert. Aber natürlich viel zu heftig. Was mich wirklich jetzt begeistert hat, ist auf jeden Fall das kleine Licht. Davon haben wir zwei. Die nutzen wir als LED-Scheinwerfer. Als Nebelscheinwerfer, nicht LED-Scheinwerfer, LED-Nebelscheinwerfer nutzen wir das Ganze bei dem Quad, weil die einfach so klein und praktisch sind, finde ich super. Das Gute ist auch, diese kleinen Reflektoren können wir abmachen. Ich konnte hier unten eine kleine Schraube sehen. Die Reflektoren können wir abmachen, weil die brauchen wir nicht unbedingt als Nebelscheinwerfer. Und das Rücklicht werden wir definitiv auch nochmal ausprobieren. Das Ganze werde ich einfach mal spontan an meinem Quad dran schließen. Und dann in der Dämmerung einfach mal vorführen. Ich denke mal, da wird einiges noch an Licht kommen. Das war jetzt noch nicht alles. Wir werden auch noch Unterbodenbeleuchtung machen. Wir werden Kotflügel, Reifenbeleuchtung, Felgenbeleuchtung. Ach, alles Mögliche. Auf jeden Fall, alles, was an Licht in dieses Quad reinpasst, werden wir auf jeden Fall reinballern. So, jetzt habt ihr das Ganze gesehen.
Bei den Dingern bin ich mir wirklich am Zweifeln, ob ich das irgendwo überhaupt dran kriege, weil es ist einfach klump, sieht nicht schön aus. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie durchsichtig, unauffällig, aber ist es nicht. Definitiv nicht. Wahrscheinlich ist das für LKWs oder sonst was für Geländewagen geeignet, aber definitiv nicht für normale Kfz-Fahrzeuge und zugelassen sind die wahrscheinlich auch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die Dinger zugelassen sind. Wenn ihr da ein bisschen mehr Infos drüber habt, schreibt mir einfach in die Kommentare, da wäre ich froh. Naja, sobald wir das Ganze einfach mal irgendwie an unseren Quad angeschlossen haben, werden wir das Ganze nochmal präsentieren. Weil so können wir das Ganze nicht stehen lassen. Und das werde ich mal die Tage einfach mal versuchen zu machen. So, ich sage erstmal ciao, Kakao und bis zum nächsten Mal.